Im ersten Teil des heutigen Konferenztages beginnen wir mit der Region, die heute am meisten von der schicksalhaften Situation der Flüchtlinge leiden. Wir versuchten, eine möglichst große Anzahl an Teilnehmern aus dieser Region einzuladen. Mein Name ist Viola Raheb. Ich unterrichte an der Universität Wien, und zwar vergleichende Theologie. Ich bin eine jener Initiatoren, die sich an der Organisation dieser Konferenz beteiligt haben. Ich begrüße alle Gäste an dieser Diskussionsrunde, die sich auf zwei Nachbarländer von Syrien konzentriert, und zwar jene Länder, die die größte Anzahl von Flüchtlingen aufgenommen haben in der Region. Syrische Flüchtlinge, die aus Syrien flüchten mussten. Lassen Sie mich daher vorerst meine Gäste heute hier vorstellen. Ich beginne chronologisch alphabetisch. Wir haben Herrn Mohammed Al-Kilani. Er ist noch nicht am Tisch, eben angekommen. Guten Morgen, Herr Mohammed. Herr Mohammed Al-Kilani ist stellvertretender Generalsekretär des jordanisch-haschemitischen Wohltätigkeitsorganisation für humanitäre Hilfe und Entwicklung in Jordanien. Dann zu meiner rechten Hand Yusuf Al-Shawarba, stellvertretender Bürgermeister von Amman in Jordanien. May Al-Aid, eine syrische Aktivistin und Asylwerberin in Österreich. Sie hat die endgültige Antwort ihres Asylverfahrens noch nicht erhalten, das heißt noch kein Asyl gewährt bekommen. Aus dem Libanon möchte ich Herrn George Anton begrüßen von Mercy Corps, Herrn Christian Berger von der EEAS, der European External Action Service, Frau Marwa Bustani von dem UN-Habitat-Programm der Vereinten Nationen aus dem Libanon, Frau Lorenz Hengel von der ADAD, der Entwicklungszusammenarbeit in Österreich, Herr Udo Jans, ehemaliger Direktor des UNHCR-Büros in New York, Frau Margareta Mahler von der Organisation Ärzte ohne Grenzen, Filiale Österreich, Herr Ali Matar, Bürgermeister von Sahel el-Sahrani im Libanon, Frau Walid Abedrabbo von der Jordan Response Platform for the Syrian Crisis, Herr Hassan Ruhaibe, Bürgermeister von Umm al-Jamal in Jordanien, und last but not least Herr Nazem Saleh, Bürgermeister von Maraj im Libanon. Nochmals herzlich willkommen hier in Österreich. Wir freuen uns sehr, dass es Ihnen gelungen ist, den Weg nach Wien zu finden, trotz all der Herausforderungen, mit denen Sie täglich kämpfen. Die Region der Vereinten Nationen heute umfasst die größtmöglichste Anzahl an Flüchtlingen, an syrischen Flüchtlingen, und laut letzten Statistiken der Vereinten Nationen aus diesem Jahr ist die Region oder umfasst die Region des Nahen Osten heute 4.700.000 Flüchtlinge, syrische Flüchtlinge. Eine große Anzahl von diesen Flüchtlingen wird von einem sehr kleinen Land, nämlich dem Libanon, aufgenommen, und zwar 1,1 Millionen, und Jordanien 630.000 syrische Flüchtlinge, die heute dort in diesen beiden Ländern leben. Bitte erlauben Sie mir hier hinzuzufügen, dass diese beiden Länder neben den syrischen Flüchtlingen auch sehr viele palästinensische Flüchtlinge haben, und zwar seit dem Jahr 1948, sei es jetzt in Jordanien oder dem Libanon. Auch diese palästinensischen Flüchtlinge fristen ein Leben als Flüchtlinge in diesen beiden Ländern. Ich möchte mit dem Libanon beginnen, wenn Sie mir erlauben, und zwar mit Herrn Ali Matar, Bürgermeister von Sahel al-Sahrani im Libanon. Sahel al-Sahrani liegt im Süden des Libanons. Es ist eine wichtige Region, ein wichtiges Gebiet für den Libanon. Und es ist dieser Region gelungen, sehr, sehr viele syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Guten Morgen, Herr Ali Matar. Bitte, Sie haben das Wort. Guten Morgen. Auch ich darf mich
herzlich für die Einladung bedanken. Wir haben nur wenige Minuten. Ich möchte daher mich nicht mit langen Vorworten aufhalten. Ich möchte Ihnen Libanon kurz vorstellen. Libanon und Syrien bis 1922 war das ein Land, und zwar aufgrund des Abkommens von Sykes-Picot. Das enge Zusammenleben führte natürlich zu einer besonderen Beziehung dieser beiden Völker. Nach dem Zweiten Weltkrieg 1948 haben wir sehr viele palästinensische Flüchtlinge aufgenommen. Auch als Brüder und Schwestern haben wir sie aufgenommen. Wir litten in diesen vergangenen Jahren unter dem Leid verschiedener Kriege, mit jener israelischen Identität, jedem Israel, wie wir es nennen. Und trotzdem bemühten wir uns, einen libanesischen Staat aufzubauen. Und trotzdem wir uns immer wieder bemühten, Infrastruktur aufzubauen, gelang es Israel, immer wieder diese Infrastruktur auch zu zerstören. Nach 2011, nachdem die Infrastruktur wieder einmal zerstört worden ist, kam dazu, dass wir uns nun mit der Herausforderung sehr, sehr vieler syrischer Flüchtlinge konfrontiert sahen. Syrische Flüchtlinge, die unsere Brüder und Schwestern sind, und zwar aufgrund dieses einen Landes, das bis 1922 existiert hatte. Das heißt, wir hießen sie willkommen, wir öffneten unsere Türen, wir öffneten unsere Wohnungen, wir öffneten unsere Herzen für diese Menschen und versuchten mit ihnen all das zu teilen, was wir zu Hause haben. Wir gaben ihnen Lebensmittel, wir versuchten ihnen Infrastruktur zu bieten. Nur aufgrund der wirtschaftlichen Krise, der politischen Krise, die der Libanon derzeit erlebt, ist es für den Libanon heute oder wird es immer schwerer, mit dieser hohen Anzahl an Flüchtlingen umzugehen? Und hier spreche ich von den offiziellen Zahlen, nämlich 1.100.000, die durch die Vereinten Nationen registriert worden sind. Nur es gibt dann weitere 100.000, die einfach auch im Libanon leben, ohne offiziell registriert zu werden, ohne sich irgendwo zu melden. Das heißt, die illegal ins Land gekommen sind über die offenen Grenzen, die wir nach wie vor mit Syrien haben. Sie kommen ins Land und trotzdem bieten wir ihnen alle Dienstleistungen. Wir versuchen ihnen die Infrastruktur zu bieten und teilen mit ihnen. Der Libanon reagierte, und zwar bevor irgendeine andere Organisation reagierte. Der Libanon reagierte ganz unwillkürlich. Er reagierte aus dem Bauch heraus und es gelang ihm, mit diesen Flüchtlingen umzugehen. Viele Libanesen haben ihre eigene Wohnung, ihre Häuser geöffnet, haben syrische Flüchtlinge aufgenommen, haben syrischen Flüchtlingen auch das geboten, was sie gebraucht haben. Sehr oft war es so, erlebte man, dass Libanesen kranke Menschen, kranke Syrer ins nächste Krankenhaus brachten, sie behandelten. Und auch ich bin eine jener der Personen, die zwei Hochschwangere ins Krankenhaus brachten, die für die Kosten für den Kaiserschnitt aufkamen. Und so machten es viele Menschen. Das ist nur ein kleiner Teil von dem, was passiert. Oft ist es so, dass um 2 Uhr früh das Telefon läutet und man mich vom Rathaus informiert, vom Bürgermeisteramt informiert, dass eine neue syrische Familie angekommen ist, dass man diese jetzt mal im Bürgermeisteramt in einem Zimmer unterbringt und sich dort bemüht, ihnen etwas zu helfen. Das heißt, diese Familie, die mitten in der Nacht, in einer Winternacht ankommt, aufgenommen wird. Ich frage mich oft bei diesen Familien, wie ging es diesen Familien in all den anderen Winternächten, in denen sie im Freien, ohne Decken, ohne Stühle, ohne einem Sofa auskommen mussten, ohne Matratzen. Es war in diesen Nächten häufig so, dass um 21:30 Uhr wir uns vor der Herausforderung fanden, plötzlich sehr, sehr viele Matratzen liefern zu müssen, sehr, sehr viele Lebensmittel liefern zu müssen. Und nichtsdestotrotz gelang es uns, dass diese Lebensmittel innerhalb von einer Stunde oder eineinhalb Stunden
gebracht worden sind. Das heißt, es gelang uns mitten in der Nacht, wie ich sagte, um 21 Uhr, all die Lebensmittel und Hilfsleistungen zu den Familien zu bringen. Das heißt, ich spreche hier von ganz direkter Hilfsleistungen. Und ich bin sicher, dass auch hier in Österreich Helfer und Helferinnen dieses Phänomen kennengelernt haben. Auch sie halfen den Flüchtlingen. Das heißt, der Libanon zählt heute ca. 40% seiner Einwohner sind syrische Flüchtlinge. Und es ist eine wirkliche Katastrophe bereits für uns, denn Libanon kann das nicht mehr tragen. Libanon hat derzeit selbst sehr, sehr eine schwere wirtschaftliche Situation, eine schwere politische Situation. Und es ist daher für uns wirklich schwer, diese begrenzten Ressourcen, die wir haben, auch noch zu teilen. Das heißt, ich ersuche Sie alle, helft uns, die syrischen Flüchtlinge zu unterstützen, helft uns, ihnen zu helfen. Dankeschön. Noch ein Punkt, ich versuche mich kurz zu fassen, nur eine kurze Minute noch. Wir müssen uns alle bemühen, Projekte zu kreieren, die auf lange Sicht arbeiten, und zwar die lang anhaltenden, nachhaltigen Nutzen aufweisen. Und zwar die allen zugutekommen, ganz allen Flüchtlingen zugutekommen. Das heißt, Projekte, die syrischen Flüchtlingen zugutekommen, aber auch jenen Palästinenser, die im Land sind. Wir sind ein Volk und wir betrachten uns jetzt nicht nochmals, wir wollen nicht in die Vergangenheit zurückfallen. Und wir wollen daran festhalten, dass wir ehemals ein Volk waren, dem es erlaubt ist, sich zwischen den Grenzen zu bewegen. Vielen herzlichen Dank, Herr Ali Matar. Ich weiß, dass Sie unter großen Schwierigkeiten leiden, dass es eine große Schwierigkeit ist, von einem Leid zu sprechen, das nun seit 4 Jahren andauert. Das heißt, allein die syrischen Flüchtlinge in dieser Region und man gibt ihnen dann 7 Minuten, um darüber zu reden. Es ist einfach zu kurz, das verstehen wir vollkommen. Herr Nazem Saleh, Sie sind Bürgermeister von Maresch in der BK-Ebene im Libanon. Auch jene Ebene und jene Region hat sehr viele syrische Flüchtlinge aufgenommen. Bitte teilen Sie ein paar Erfahrungen als Bürgermeister in Maresch im Umgang und der Willkommensheißung syrischer Flüchtlinge in Ihrer Region. Eingangs darf ich mich bei den Initiatoren und Organisatoren dieser Initiative bedanken. Ich möchte mich für die Einladung bedanken, für diese Gelegenheit. Libanon ist ein kleines Land. Es zählt nicht mehr als 10.452 Kilometer Quadrat. Wir haben ungefähr 4,5 Millionen Einwohner und haben nun ungefähr 2 Millionen Flüchtlinge, das heißt 1,1 Millionen syrische Flüchtlinge laut letzten UN-Statistiken und ungefähr 600.000, 700.000 palästinensische Flüchtlinge. Wir haben Zahlen, die da besagen, dass wir ungefähr 60 Millionen Flüchtlinge auf der ganzen Welt haben. Und man möge nun sagen, dass diese 1,1 Millionen vielleicht nur eine kleine Anzahl sind. Nichtsdestotrotz leiden wir darunter. Wir sehen uns mit Herausforderungen konfrontiert, mit denen wir umgehen müssen. Betrachten wir zum Beispiel nur den Osten des Libanons. Es ist für Syrer sehr leicht. Er erreicht den Libanon, unsere Gegend, die BK-Ebene, eben jene östliche Gegend im Libanon, in einer halben Stunde Autofahrt. Anfangs hießen wir unsere syrischen Brüder und Schwestern willkommen. Wir fühlten mit ihnen und dachten uns, das Ganze würde 2, vielleicht 3 Monate dauern und es würde uns danach gelingen, der internationalen Staatengemeinschaft auch gelingen, eine Lösung für die Krise zu finden. Wir versuchten, mit den syrischen Flüchtlingen zu arbeiten, versuchten ihnen alle mögliche Hilfe zu geben. Wir arbeiteten mit den Vereinten Nationen, mit UNHCR zusammen und es gelang uns mit diesen anfänglichen Anzahl an Flüchtlingen umzugehen. Nur heutzutage haben wir 20.000 syrische Flüchtlinge bei uns. Diese 20.000 Flüchtlinge sind auf verschiedene Neubauten aufgeteilt, Wohnungen, ehemalige Geschäfte, die zu Wohnungen umgewandelt
wurden, Wohnungen, die neu gebaut wurden, die teilweise noch im Rohbau dort stehen. Und ein Drittel ungefähr dieser syrischen Flüchtlinge befindet sich nach wie vor in Zelten. In Zelten deswegen, weil es derzeit noch keine politische Entscheidung gibt. Es gibt keine Unterstützung von der internationalen Staatengemeinschaft, die uns dabei helfen könnte, diese syrischen Flüchtlinge woanders unterzubringen, als eben in diesen Zelten. Ein weiteres Problem, das wir haben, ist, dass Immobilienbesitzer ihre Immobilien nun an Syrer nur zu sehr hohen Preisen vermieten. Wir haben Umweltprobleme aufgrund dieser großen Anzahl an Einwohnern. Wir haben die Infrastruktur, die dafür nicht reicht. Das heißt, die Mindesterfordernisse an Kanalisation, an Wasser. Und es ist häufig so, dass jener syrische Flüchtling, um sein Zelt zu erreichen, erst durch einen Morast gehen muss, einen Morast an Abwässern, an Schlamm, um sein Zelt zu erreichen. Das heißt, wir brauchen Unterstützung von der internationalen Staatengemeinschaft, von internationalen Organisationen. Und natürlich, wir vermissen auch eine Entscheidung des Staates, des Libanon selbst. Diese Vertriebenen, wir fühlen mit den syrischen Flüchtlingen, wir anerkennen, dass sie aus ihrem Heimatland vertrieben worden sind, dass sie großes Leid erlitten haben. Nur wir sind eben auch ein Land, das beschränkt in seinen Ressourcen ist, das zum Beispiel im Winter oft an Überschwemmungen leidet. Das heißt, auch damit muss man umgehen. Sie werden diese Nachrichten vielleicht in den im Fernsehen gesehen haben, Nachrichten über diese Überschwemmungen. Sie werden auch Nachrichten über die Flüchtlingslager, die jene Zeltstädte gesehen haben. Und wie sehr die Gemeinden damit kämpfen, für diese syrischen Flüchtlinge die Grundlagen einer Infrastruktur zu bieten. Alle wissen, dass unsere staatlichen Behörden etwas lasch sind, etwas langsam. Wir haben wenig Initiative aus der Zivilgesellschaft. Wir haben wenig NGOs, die sich an die Seite dieser syrischen Flüchtlinge stellen. Diese hohe Anzahl an syrischen Flüchtlingen belastet natürlich die Infrastruktur, wie ich gesagt habe. Die Infrastruktur bei uns in Maric ist ausgerichtet, dass sie 15.000 Flüchtlingen helfen könnte. Nun haben wir 20.000, wir haben mehr. Das heißt, wir haben zu wenig Wasser, wir haben zu wenig Trinkwasser. Das Trinkwassernetz ist überlastet. Wir brauchen jetzt fast 10 Tonnen an Lebensmittel. Früher brauchten wir nur 8. Wir haben Tonnen an Abwässern, Litern, sehr viele Abwässer, mit denen wir nicht umgehen können, unheimliche Mengen davon. Wir arbeiten zwar 24 Stunden am Tag und das 7 Tage in der Woche und trotzdem gelingt es uns nicht, den syrischen Flüchtlingen das zu geben, was wir gerne wollten. Wir versuchen zwar all diese Aufgaben wahrzunehmen. Die syrischen Flüchtlinge haben uns natürlich auch, was den Arbeitsmarkt angeht, belastet, denn sie suchen nach Arbeit, sie werden ausgenutzt durch Billiglöhne. Und wir würden uns wünschen, dass von der internationalen Gemeinschaft tatsächlich eine Hilfestellung für die libanesische Gesellschaft geleistet wird. Die libanesische Gesellschaft leidet inzwischen auch. Wir leiden an Arbeitslosigkeit. Wir leiden an, wie bereits erwähnt, an zu wenig Ressourcen, an zu wenig Infrastruktur. Das heißt, auch wir sind fast zu Vertriebenen im eigenen Land geworden. Und zwar aufgrund dieser Situation, mit der wir derzeit kämpfen müssen. Um einen Blick auf die Gastgesellschaft wie auch auf die Flüchtlinge zu werfen. Das heißt, nochmals, ich wiederhole, wir brauchen eine nachhaltige Pläne, nachhaltige Entwicklungspläne, Hilfsstellungen, sodass die libanesische Gesellschaft wie auch die syrischen Flüchtlinge einfach sehen, dass etwas getan wird. Denn nur so können sie dazu bewegt werden, auch sich zu bemühen und am Ende des Tunnels ein Licht zu sehen und zu sehen, dass ihre Bemühungen von Erfolg gekrönt sind, dass sie belohnt werden.
Weiters muss etwas geschehen, um Frieden auf der Welt herzustellen, denn wir würden uns wünschen, dass die nächsten Generationen, Mädchen und Buben, in Frieden leben können, dass sie in Wohlstand leben können und dass überall auf dieser Welt, sei es in der arabischen Welt oder in Europa oder in Amerika, Frieden herrscht. Vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit, mich zu melden. Vielen herzlichen Dank an Herrn Nazem Saleh, Bürgermeister von Maric. Erlaubt mir jetzt vielleicht hinzuzufügen, dass wenn ein Bürgermeister aus dem Libanon sagt, wie auch die Gesellschaft im Libanon sagt, dass all die Ressourcen bereits gesprengt sind, dass sie überfordert sind, dann ist dies ein sehr starker Satz und ein Satz, den wir heute in Österreich auch hören. Denn auch in Österreich heißt es, wir sind fast überfordert, wir kommen an unsere Grenzen. Herr Youssef Al-Shawarber, Sie sind stellvertretender Bürgermeister der Stadt Amman in Jordanien. Die Provinz von Amman ist auch eine große Provinz in der Region, das heißt, es ist Provinz und Stadt. Und bitte teilen Sie doch mit uns, wie Sie mit den syrischen Flüchtlingen umgehen. Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmungsvollen. Auch ich möchte mich bei den Initiatoren und Organisatoren dieser Konferenz herzlich bedanken. Ich möchte mich bedanken, dass dieses sehr heikle Thema aufgegriffen wird. Und bitte erlauben Sie mir, von einfach hier auszugehen, von dieser Halle. Sie wissen alle, dass diese Züge einmal unsere Großahnen in den Nahen Osten getragen haben. Doch heute sind es Züge, die Menschen transportieren, die sehr viel Leid erfahren haben, die woanders hinfahren, um ein besseres Leben zu finden. Wir haben die Initiative Now, wir haben die Rettungswesten. Auch diese Rettungswesten sind heute zum Symbol geworden, zu einem Symbol, das unseren Kindern, unseren Frauen, unseren Familien dazu hilft, über das Mittelmeer zu kommen und an europäische Strände zu gelangen. In Jordanien haben wir derzeit 9,5 Millionen Einwohner. Wir haben ungefähr 2 Millionen Flüchtlinge und vielleicht sogar mehr, das ist wiederum die offizielle Zahl, vielleicht sogar mehr als in Jordanien. Ich möchte nur kurz über Jordanien sprechen. Wir haben sehr große Herausforderungen. Es ist uns nur schwer gelungen, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und heute ist es einfach nicht mehr möglich, dass wir mit manchen Fällen so umzugehen, wie wir uns das wünschen würden. Sie wissen, dass Jordanien konstant an einem Wassermangel handelt. Es ist das viertärmste Land, was Wasser anbelangt. Das heißt, Jordanien ist darauf angewiesen, jegliche Energie einzuführen. Strom, Gas, aber auch Wasser. Und es sind damit zum Beispiel diese Notwendigkeit nach Wasser ist heute nicht mehr zu decken. Doch auch was die Erziehung, was die Schulausbildung für die syrischen Kinder anbelangt, auch da gelingt es uns nicht mehr, all diesen Schülern Schulen zu bieten. Was die Gesundheit anbelangt, ehemals war es so, dass Jordanien sich bemüht hat, gratis Gesundheitsversorgung zu bieten und noch heute übernimmt Jordanien diese Verantwortung, es übernimmt die moralische Verantwortung, es übernimmt die Verantwortung für die Gesundheit dieser Flüchtlinge im Gegensatz zu manchen Ländern. Und ich würde mir wünschen, dass manche Staaten, die heute sagen, sie nehmen keine Flüchtlinge auf, es ist nicht ihre Verantwortung, ich würde mir wirklich wünschen, dass diese Staaten nachdenken. Es ist nämlich nicht nur unser Problem, es ist nicht das Problem der Nachbarstaaten von Syrien, sondern das Problem der gesamten Welt. Und es ist daher wirklich Verantwortung der gesamten Welt, mit dieser Verantwortung auch effektiv umzugehen. Wie ich bereits sagte, die Einwohner von Amman erreichen ungefähr 4,3 Millionen und wir haben 450.000 syrische Flüchtlinge. 130.000 davon sind offiziell registriert. Alle anderen leben trotzdem in der Großregion Amman und beteiligen sich natürlich und fordern auch. Sie fordern Wasser, sie produzieren Abwässer, das heißt, die Kanalisation ist überlastet. In Jordanien haben wir eine große Arbeitslosigkeit, auch darunter leidet Jordanien. Viele Jordanier
suchen nach Arbeit und nun sind die Syrer dazugekommen. Das heißt, in den einfachen Handwerken haben wir nun Syrer, die den Jordaniern Konkurrenz machen. Dies beeinflusst wieder die Bürgerschicht in Jordanien, die Mittelschicht der Gesellschaft, die droht zu verarmen. Das ist nicht nur in Amman so, nicht nur in der Hauptstadt und Provinz Amman so, sondern überall in Jordanien. Auch hier würde ich mir wünschen, dass die internationale Staatengemeinschaft mehr Verantwortung übernimmt. Die Statistik sagt, dass das Asylwesen und nun Jordanien geht seit mehr als 70 Jahren mit Millionen von Flüchtlingen um, mit syrischen Flüchtlingen, mit palästinensischen Flüchtlingen, jetzt verstärkt mit den syrischen Flüchtlingen. Und Statistiken sagen immer, dass es ungefähr 25 Jahre dauert, bis Flüchtlinge integriert sind. Wir arbeiten seit 70 Jahren mit Flüchtlingen, wie ich gesagt habe, und würden hier wirklich um Unterstützung bitten. Heute sind der Libanon und Jordanien jene Staaten, die am meisten unter den Folgen der syrischen Krise und des syrischen Bürgerkriegs leiden. Und wir brauchen daher eine politische Lösung für diese Krise, um dauerhaft den Flüchtlingen auch einen Ausweg aus der heutigen Situation zu bieten. Wenn ich jetzt nur von Amman spreche, eine Stadt, die heute 431.000 Flüchtlinge aufgenommen. Das heißt, wir haben in der Stadt Amman keine Flüchtlingslager an sich, wir haben keine Zeltstädte. Wir versuchen ihnen Wohnungen zu liefern, sie sind überall alle untergekommen. Nichtsdestotrotz überfordert das die Ressourcen der Stadt. Das heißt, hören wir bitte alle ganz genau, sperren wir unsere Ohren auf, hören wir ganz genau auf die Botschaft des syrischen Flüchtlingen, der syrischen Flüchtlinge. Ein syrischer Flüchtling möchte nichts mehr als die Grundrechte. Er möchte das Grundrecht und er fordert dieses ein, sein Grundrecht auf Gesundheit, sein Grundrecht auf Erziehung, auf Ausbildung, auf ein gerechtes Leben. In Jordanien haben wir zwar strategische Pläne, und wir versuchten zum Beispiel, Wasser aus dem Süden des Jordaniens in die Stadt Amman zu bringen, in den Norden zu bringen. Dies hat mehr als $1 Milliarde gekostet. Nichtsdestotrotz leiden wir nach wie vor an Wassermangel. Die gesamte demografische Zusammensetzung in vielen Städten in Jordanien hat sich total geändert. In vielen Städten in Jordanien haben wir heute mehr Flüchtlinge als eigentliche Einwohner. Das sind natürlich Herausforderungen, große Herausforderungen, mit denen wir heute umgehen müssen. Wir müssen alle damit umgehen. Wir müssen gleichzeitig aber internationales Gesetz, wir müssen das Völkerrecht respektieren. Und ich möchte mich daher nochmals besonders dafür bedanken, dass wir heute hier zusammenkommen, dass wir unsere Botschaft weitergeben können. Und vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Yusuf Al-Shawarber, Herr Hassan Al-Raheiber ist Bürgermeister von Umm al-Jamal. Das heißt, Herr Yusuf ist aus der Hauptstadt. Umm al-Jamal ist ein Ort und ich bin ganz sicher, dass hier fast niemand weiß, wo Umm al-Jamal im Libanon liegt. Nun, einer hat sich gemeldet, Herr Sacker, aber der Rest weiß es wohl nicht. Viele von euch in diesem Saal werden Umm al-Jamal nichtsdestotrotz kennen, weil dort das Flüchtlingslager Al-Satari ist. Es ist das größte Flüchtlingslager in Jordanien heutzutage. Herr Hassan, wie teilen Sie Ihre Erfahrung mit syrischen Flüchtlingen in der Region von Umm al-Jamal in Jordanien? Einen schönen guten Morgen wünsche ich allen Teilnehmern, wünsche ich meinen Kollegen hier. Nochmals herzlichen Dank für die Einladung, für die Teilnahme an dieser Konferenz. Und ich hoffe wirklich, dass wir zu positiven Ergebnissen kommen und damit syrischen Flüchtlingen helfen können. Wenn wir von syrischen Flüchtlingen sprechen, sprechen wir nicht nur von Syrien, wir sprechen von Flüchtlingen der ganzen Welt. Es gibt diverse Länder, die mit Flüchtlingen umgehen, die Flüchtlingen Hilfestellung leisten. Wir in Jordanien sind wohl jenes Land, das mit dem Libanon am meisten unter dem Flüchtlingsstrom gelitten haben. Wie Sie wissen, haben wir in Jordanien das Flüchtlingslager von Al-Satari
und alle Organisationen der Zivilgesellschaft, NGOs, Regierungsorganisationen bemühen sich, damit umzugehen. In das Flüchtlingslager passen 80.000 Flüchtlinge. Unsere Grenze mit Syrien beträgt 375 Kilometer. Und natürlich diese relativ lange Grenze, über die kamen sehr, sehr viele Flüchtlinge. Und es ist natürlich unsere Aufgabe, mit diesen syrischen Flüchtlingen umzugehen. Sie kamen aus Deraa, sie kamen aus Rif Damask, das heißt aus der Gegend von Damaskus. Sie kamen aus Homs, das heißt aus all jenen Gegenden in Syrien, die unter dem Bürgerkrieg leiden. Ein Bürgerkrieg, der von vielen Staaten auf der ganzen Welt unterstützt werden wird und provoziert wird, wenn ich das so, das ist Wort so verwenden kann. Der Umgang bzw. die Hilfestellung für syrische Flüchtlinge hat uns bisher 6.600.000 Millionen Dollar gekostet. Jordanien wird Flüchtlingen immer helfen, allerdings leiden nun auch wir. Wir in der Region, in der Gemeinde um Al-Jimal, haben diesem Flüchtlingslager von Al-Zaatari die gesamte Infrastruktur geliefert, und zwar gemeinsam vorerst mit internationalen Organisationen. Tagtäglich braucht dieses Flüchtlingslager mehr als 4.200 Kubikmeter Wasser. Das heißt, das gesamte Volk hielt zusammen, und dies ganz im Gegensatz zu dem, was wir in manchen europäischen Staaten sehen bzw. leider erfahren müssen. Dort gibt es diese Solidarität nicht. Dort gibt es auch in manchen Ländern die Bereitschaft nicht, Flüchtlingen zu helfen. Der Umgang mit syrischen Flüchtlingen muss alle Menschenrechte einhalten. Er muss sich durch Humanismus auszeichnen. Es gibt internationale Abkommen, es gibt internationale Konventionen. Die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 ist ein Regelwerk für den Umgang mit Flüchtlingen. In Umm al-Jimal haben wir nun seit 2011, seit Anfang der Krise bis heute, einen Verlust gefahren, und zwar einen Verlust im Budget von Umm al-Jimal, das 3,5 Millionen Dollar beträgt. Wir haben sehr viel Verlust eingefahren, und zwar 25 Millionen Dollar an Verlusten. Verlusten, die sich daraus zusammensetzten, aus Krediten, die uns gewährt wurden, aus Geld, das vorgestreckt wurde. Wir mussten diese Verluste trotzdem ertragen, denn es gibt eine humanitäre Seite, die uns sagt, dass wir diesen Flüchtlingen helfen müssen und dass dies wichtiger ist als jegliche materiellen Seiten. Wenn ich gefragt werde nach konkreten Beispielen, nach humanitären Beispielen, nach Beispielen solcher Hilfe, so möchte ich zu dem bisher Gesagten hinzufügen, dass nicht nur wir als staatliche Stelle, nicht nur als Bürgermeisteramt und als Bürgermeister, als Gemeinde von Umm al-Jimal, sondern auch die Menschen in Umm al-Jimal, die Einwohner selbst, ihre Wohnungen geöffnet haben. Zum Beispiel, es zogen Familien, jordanische Familien zusammen, und die dritte Familie überließ ihre Wohnung dann syrischen Flüchtlingen. Und zwar, weil hier geht es tatsächlich, wie ich bereits gesagt habe, es geht um die menschliche Seite, es geht um das Humanitäre. Wir sind Nachbarn, wir sind ein Volk, und daher würde ich mir wirklich wünschen, von Europa wünschen. Und ich weiß natürlich, dass sehr viele europäische Freunde uns bereits unterstützen. Nur wir brauchen mehr Unterstützung. Wir brauchen ganz einfach mehr Unterstützung, mehr nachhaltige Unterstützung, um den Flüchtlingen nicht nur in Europa, sondern auch in der Region, in unserer Region im Nahen Osten helfen zu können. Der Bürgerkrieg in Syrien hat sich zu einer Krise entwickelt.
entwickelt, die nunmehr die ganze Welt angeht. Und auch hier muss Europa Verantwortung übernehmen. Es ist dies eine Krise, deren Lösung nur in den Händen der internationalen Gewerkschaft liegt. Das heißt, ich bitte die Linke in Europa, ich bitte die Sozialisten in Europa, sich gegen die Rechten, gegen den Populismus der Rechten zu stellen. Es gibt auch in Europa Extremismus. Das ist kein Geheimnis. Wir hören das jeden Tag in den Nachrichten. Nur ich glaube, dass die Stimmen all jener, die Menschlichkeit einfordern, die sich um Menschlichkeit bemühen, dass jene stärker sein werden. Es sind jene Stimmen lauter. Auch wir haben unser Budget gestrengt. Auch wir, wie ich bereits gesagt habe, haben Verluste eingefahren. Nur ich bitte neuerlich unsere europäischen Freunde, dass sie uns unterstützen, sei es jetzt, dass sie die Nachbarländer direkt unterstützen oder auch indirekt, dass sie ganz einfach Jordanien und Libanon unterstützen. Wir würden heute den 105. Geburtstag von Bruno Kreisky begehen. Ich meinte Bruno Kreisky natürlich nicht Berlusconi, jene herausragende Persönlichkeit, die so viel für Österreich und die Menschen getan hat. Dankeschön. Und verzeihen Sie mir bitte den Versprecher mit Berlusconi vorhin. Vielen herzlichen Dank an Herrn Youssef Al-Shawarbe und erlauben Sie mir bitte jetzt eine weibliche Stimme zu hören, eine syrische Stimme, um sicherzugehen, dass unser Gespräch hier über syrische Flüchtlinge nicht nur einem allgemeinen Charakter folgt, beziehungsweise in der dritten Person folgt, sondern dass diese syrischen Flüchtlinge auch eine Stimme bekommen, ein Gesicht bekommen. Ich heiße Mai Al-Aid, eine syrische Aktivistin. Willkommen. Sie kam gerade vor 2 Monaten nach Österreich. Eine junge Frau kommt ursprünglich aus der Stadt Dera, jene Stadt Dera, wo die ganzen Ereignisse ihren Ausgangspunkt hatten. Aus Dera kam sie nach Österreich. Auch sie möchte ich fragen, uns ihre Erfahrungen teils mitzuteilen. Auch ich möchte Sie fragen, was veranlasst eine junge Frau, eine Universitätsabgängerin aus Dera, ihr Heimatland zu verlassen und Österreich zu kommen? Vorerst vielen herzlichen Dank. Mein Asylverfahren begann eigentlich vor 5 Jahren. Ich versuche es jetzt in 5 Minuten zusammenzufassen. Wie jede junge Frau, jeder junge Mann in Syrien war ich natürlich Zeugin der Ereignisse in Syrien. Ich stamme aus der Stadt Dara, wo die Ereignisse ihren Lauf genommen haben. Wir wurden bombardiert. Und wir als Studenten beschlossen dann, nachdem die Universität in Dara nicht mehr zu besuchen war, beschlossen wir, nach Damaskus auf die Universität zu gehen. Und so pendelten wir. Wir schlossen unser Studium ab und beschlossen dann, dass es wohl nicht sein kann, dass wir schweigend zunähen, sondern arbeiten bei einer Organisation mit, die Müttern und Kleinkindern hilft und Säuglingen hilft. Da halfen wir ungefähr 2 Jahre lang. Manchmal wurden wir gezwungen oder konnten diesen Weg nicht zurücklegen zu dem Hilfszentrum. Und für uns war es immer so, dass diese Kinder, genau wie wir, gezwungen waren, ihr Heimatort zu verlassen. Sie waren gezwungen, ihre Wohnungen zu verlassen, um woanders zur Schule zu gehen, um woanders in Sicherheit zu kommen. Und nachdem es in Syrien für uns keine Sicherheit dann mehr gegeben hat, haben wir beschlossen, Syrien zu verlassen, um mehr Sicherheit zu finden, mehr Frieden zu finden. Wir begannen unsere Fluchtroute von Syrien nach in den Libanon. Anfänglich dachten wir, dass die Grenze offen ist, nur dort begann dann der zweite Krieg, der psychologische Krieg um Asyl. An der Grenze in den Libanon wurden wir gefragt, kamet ihr
Wie werdet ihr weiterreisen? Habt ihr schon einen Schlepper? Habt ihr etwa schon ein Schlauchboot im Gepäck, mit dem ihr über das Mittelmeer übersetzen wollt? Es war für uns sehr demütigend, diese Fragen beantworten müssen. Wir kamen in den Libanon, wir kamen dann weiter in die Türkei und dort begann die nächste Odyssee, die Schlepper-Odyssee. Schlepper, von denen wir ausgenutzt wurden, die unsere missliche Lage ausnützten. Sie vergaßen ganz einfach, dass wir ein Kriegsgebiet verlassen hatten, dass wir geflüchtet waren. Wir kamen nach Griechenland. Auch dort hatten wir es schwer, kamen von dort weiter nach Mazedonien. Auch da hatten wir es schwer, wurden dann einfach in die Züge geschickt, in Busse gesteckt und wurden nach Serbien geschickt. In Serbien, auch dort wurden wir in Züge gedrängt. Es gab in den Zügen keinen Platz mehr. Das heißt, wir bevölkerten diese Züge wie Sardinen. Und alles, was wir doch wollten als syrische Flüchtlinge, waren irgendwo, um Sicherheit zu finden. Wir setzten lediglich einen Schritt vor den anderen und wussten eigentlich nicht, was mit uns passieren wird, was unser Schicksal sein wird. Wir folgten diesem Weg von einem Land ins andere, konnten aber nie sagen, wo wird er enden. Nach 2-3 Stunden kamen wir dann wieder in einem Ort an und trafen wiederum auf neue Flüchtlinge, die sich bereits dort befanden, und hören dann von einem kleinen Buben, der uns Mut zusprach und der sagt, es dauert nicht mal lange, ihr kommt gleich an einen Ort, wo ihr Hilfe findet werdet. Oder ein alter Mann, der uns stützte, der uns sagte, geht weiter, es kommt gleich Hilfe. Ich möchte Sie hier jetzt nicht mit zu viel Details belästigen. Als Frau, ich vergaß auf dieser Fluchtroute, dass ich eine Frau bin. Ich vergaß meine weibliche Seite. Ich versuchte lediglich, mich irgendwie in Sicherheit zu kommen. Ich möchte auch diese Möglichkeit nutzen und mich bei Wohltätigkeitsorganisationen bedanken für ihre humanitäre Hilfe. Es gab zumindest in den einzelnen Ländern Wohltätigkeitsorganisationen, die uns zumindest sagten, wie es mit uns weitergeht, denn die staatlichen Behörden versäumten dies. Wir wussten, wir erfuhren von den staatlichen Behörden nicht, wie es mit uns weiterging. Wir hörten von ihnen nicht, wie wir von einem Ort zum anderen kommen werden. Ich möchte hier in Österreich auch mich beim Projekt Balsam bedanken, das zu der Organisation Arabischer Frauen gehört. Es ist zwar ein kleines Projekt, aber es versucht trotzdem, uns zu helfen. Es versucht in der Türkei syrischen Flüchtlingen, vor allem Frauen, zu helfen. Genau wie heute die Nachbarstaaten von Syrien unter diesem Flüchtlingsstrom zu leiden haben, so möchte auch ich anmerken, ich weiß, die Bevölkerung in diesen Nachbarstaaten ist es bereits müde, uns aufzunehmen. Aber auch wir sind müde. Wir sind müde des Krieges. Wir würden uns einfach wünschen, dass die Länder dieser Welt Syrien unterstützen würden. Ganz einfach, dass wir zum Frieden finden. Dankeschön. Danke, Mai. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, für einen Menschen und besonders für eine Frau solch eine Erfahrung zu erzählen, diese zu schildern, eine Erfahrung, die den menschlichen Kern eines jeden Menschen verletzt. Und eigentlich ist es doch so, dass jede Geschichte eines Flüchtlings, jede Geschichte wieder ein Leid birgt, dass jede Geschichte von neuerlich so ist, als müsste sich dieser Flüchtling vor der internationalen Staatengemeinschaft neuerlich nackt ausziehen und diesem Rede und Antwort stehen. Auch mir kamen jetzt die Tränen, nicht nur Mai, ich sehe auch im Publikum etliche junge Menschen aus Syrien, die meist Schilderungen zu Tränen gerührt haben. Nur ich freue mich besonders, dass auch die Jugend heute dabei ist. Denn und besonders, dass syrische Flüchtlinge heute an dieser Konferenz teilnehmen konnten. Ich möchte mich bei all diesen syrischen Flüchtlingen bedanken,
Vielen herzlichen Dank, dass ihr kommen konntet, dass ihr euch heute in diesem Saal befindet. Herzlich willkommen noch einmal. Solch eine Konferenz könnte nicht von Erfolg gekrönt sein, wenn ihr nicht da wäret. Sehr geehrte Anwesende, Sie haben nun den Worten von vier Bürgermeistern gelauscht. Sie haben den Worten von Mai gelauscht. Alle Gastländer, Gastgesellschaften, all jene Menschen, die sich auf der Flucht befinden, sind einfach nur müde. Und trotzdem steht jeder dieser Menschen auf, beginnt seinen Tag erneut, versucht, den Weg der Hoffnung weiter zu beschreiten, versucht, neuerlich den Flüchtlingen Hilfe zu geben. Doch dies geschieht nur, dies ist nur deswegen erfolgreich, weil es viele NGOs gibt, viele Organisationen aus der Zivilgesellschaft, denen es gelingt, die Behörden zu unterstützen. Erlauben Sie mir bitte, ein paar Stimmen Gehör zu geben, die aus der Region kommen, die aus Organisationen aus der Region, von Organisationen aus der Region kommen, die Pläne entworfen haben, um den Bürgermeistern, die Bürgermeister und die Bürgermeisterämter und Gemeinden dabei zu unterstützen. Ich gebe jetzt erst das Wort an George Antoine von Mercy Corps in Libanon. Auch Sie haben sich daran beteiligt, einen Folder herauszugeben mit Hilfestellungen für Bürgermeisterämter und für Gemeinden im Umgang mit syrischen Flüchtlingen. Herzlichen Dank. Mercy Corps ist eine internationale Organisation, die in mehr als 40 Länder arbeitet heute. Begann 1993 im Libanon zu arbeiten. Und wenn wir in das Jahr 2013 zurückkehren, so werden wir sehen, dass der syrische Konflikt damals 2 Jahre alt war. Wir hatten damals schon sehr viele syrische Flüchtlinge. Und damals fragte man sich im Libanon, wie soll man nun mit diesen Flüchtlingen umgehen? Es gab keine Entscheidungen, es gab keine Regeln, keine Vorschriften. Und Mercy Corps gelang es, durch die Arbeit im Libanon diesen Druck, der bald auf den Gemeinden leistete, und den Druck, der auf ihnen lastete, Verzeihung, aufzufangen und mit den Verantwortlichen internationale NGOs und lokale NGOs, es nicht nur ihre Aufgabe ist, Hilfe zu stellen, sondern auch die Probleme an sich zu begreifen, mit den Problemen an sich umzugehen und die Probleme unter Umständen an der Wurzel zu lösen. Hier entstand dann die Idee, eine Studie zu erstellen, um den Umgang mit den Flüchtlingen zu prüfen. Wir wählten 12 Gemeinden aus, jeweils im Norden, Süden und Osten. Wir hatten Gemeinden, die mit dem Flüchtlingsstrom überhaupt nicht umgehen konnten. Und wir mischten diese Gemeinden tatsächlich, also jene, wo die Versorgung sehr gut war und jene, wo sie nicht so gut war. Wir haben 500.000 Dörfer und kleine Orte im Libanon, lediglich 500 davon sind in Gemeinden organisiert, und viele dieser Gemeinden bzw. kleine Büroräume sind es dann lediglich, die nicht mehr Personal aufweisen. Manche Gemeinden haben in einer großen Gemeinde nicht mehr als 3.000 Mitarbeiter. Das heißt, wir studierten bzw. prüften einmal den Umgang mit der Krise. Wir prüften aber auch die vorhandenen Dienstleistungen, die von den Gemeinden den Flüchtlingen zuerkannt wurden. Und wir sprachen aber genauso mit syrischen Flüchtlingen und wir sprachen mit der Gastgesellschaft. Das heißt, um wirklich alle Ideen zusammenzufügen, Ich möchte jetzt nicht auf alle Details eingehen. Wir könnten Ihnen gerne den Link zu dieser Studie weiterschicken. Das machen wir dann über Viola. Viola würde das gerne erledigen. Wir sprachen eingangs mit internationalen und lokalen Organisationen.
Und es wurde überall gefordert, dass es mehr Transparenz braucht, mehr Transparenz im Umgang mit den verschiedenen Gemeinden. Denn häufig versprach die Gemeinde etwas, aber an der Umsetzung haperte es dann. Manchmal war es so, dass von einer Organisation etwas versprochen wurde, aber nicht eingehalten wurde und umgekehrt genauso. Daher forderten die NGOs und lokale und internationale Organisationen mehr Transparenz in der Umsetzung. Was die Gebergemeinden bzw. Geberorganisationen anbelangt, so hatten wir das Problem, dass die meisten Projekte lediglich für 6 Monate oder ein Jahr unterstützt wurden. Doch was dazu führte, dass sehr viele Organisationen ihre Projekte nur kurzfristig aufbauten bzw. kurzfristig ausrichteten. Zum Beispiel hatten wir das Problem mit dem Wasser. Ist es nun besser, kurzfristig einfach nur Wasserflaschen zu verteilen? Oder ist es vielleicht besser, nachhaltig nach einer Möglichkeit zu suchen, das Wassernetz zu verbreitern bzw. die Kanalisation besser auszubauen? Das heißt, wir fragten uns immer und fanden schnell zur Überzeugung, dass es ganz einfach notwendig ist, mit den Gemeinden sehr eng zusammenzuarbeiten. Denn es war oft so, dass die Gemeinden waren, die zum Beispiel die technische Unterstützung boten. Auch wandten wir uns an den Privatsektor, denn viele Dinge, die wir brauchten, kamen aus dem Privatsektor. Wir brauchten den Privatsektor zum Beispiel auch, um Jobchancen zu kreieren. Wir konzentrierten zum Beispiel auch auf eine dezentrale Unterstützung, auf einen dezentralen Umgang mit der Unterstützung, mit dem Umgang mit Flüchtlingen, auch in den einzelnen Gemeinden. Wir fanden auch, dass es notwendiger ist, sich einfach mehr auf Koordination, auf Planung und auf Netzwerken zwischen den verschiedenen Gemeinden zu konzentrieren. Das heißt, wir hatten manchmal Gemeinden, die Projekte umsetzten, aber ohne das Wissen von den einzelnen NGOs in der Gegend. Manchmal warteten die Gemeinden zum Beispiel auch nicht auf die Geber. Hier forderten wir, dass es vielleicht besser wäre, dass die Gemeinden tatsächlich nicht immer sich in die Warteposition begeben und warten, sondern mit diesen Gebern selbst in Kontakt treten. All diese Dinge finden Sie in diesem Handbuch zum besseren Umgang mit den Flüchtlingen. Als Mercy-Corps konzentrieren wir uns auf 2 Dinge, und zwar auf Good Governance und der bessere Aufbau der Kapazitäten der Gemeinden, das heißt Capacity Building und Good Governance. Ein anderer Bereich, den wir uns ansahen, war der bessere und aktivere und effizientere Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und NGOs. Das heißt, es ist notwendig, dass wir auch die syrischen Flüchtlinge dazu bewegen, mitzutun, dass sie sich an manchen Projekten beteiligen und dass zum Beispiel in jeder lokalen Gesellschaft 10 Leute gewählt werden, Männer und Frauen, auch von den Syrern 10 Leute gewählt werden, die sich um anstehende Probleme und Projekte kümmern. Ich begnüge mich für jetzt damit. Vielen herzlichen Dank, Herr George, an Thun. Und ich würde Sie wirklich bitten, dass Sie all diese Vorschläge, die Sie jetzt nicht vortragen konnten, dass Sie die später in den World Cafés vielleicht noch vortragen bzw. zur Sprache bringen. Nun, wir sind nach wie vor bleiben im Libanon und geben das Wort jetzt an Marwa Bustanui, UN Habitat. Vielleicht möchten Sie uns etwas über UN Habitat in Libanon. Ich spreche Englisch. We host the highest refugee per capita in the world. By 2013, we had already exceeded what the national physical mass. Schon den Masterplan überschritten für das Jahr 2013. Das heißt, eine Bevölkerung von 2,5 Millionen mit den verschiedenen Organisationen. Und wir haben also keine Möglichkeit gehabt, die verschiedenen internationalen Organisationen, wir mussten uns auf sie verlassen. Sie sind an der Spitze und es gab also hier auch die grundlegenden Dienstleistungen, die sichergestellt werden. Aber es fehlte etwas, und zwar, wir hatten sie nicht die Kapazität, um einen derzeitigen Zustrom von Flüchtlingen
Flüchtlingen zu bewältigen. Ich möchte so kurz über eine Fallstudie berichten. Sie hat also die Bevölkerung ist um 325% durch den Zustrom gestiegen. Und Sie können sich vorstellen, was sich da ausgewirkt hat auf die verschiedenen Sektoren. Ich gebe Ihnen aber auch noch andere Ziffern. Und wir hatten natürlich eine Produktionssteigerung von 91% und Wasser 163% Steigerung. Es ist wichtig zu wissen, dass wir noch das gleiche Budget haben, obwohl natürlich die Gelder aufgestockt wurden. Was macht Habitat? Nun, wir arbeiten auf der regionalen und lokalen Ebene. Da wir mehr als 1000 Gemeinden haben, haben wir 53 verschiedene Einrichtungen, die diese verwalten. Das heißt, es gibt also immer wieder einen logischen Plan und die Kapazität wird so gesteigert. Wir haben so regionale technische Büros errichtet im Lebanon und diese haben natürlich sie haben also die verschiedenen Dienstleistungen anzubieten und Interventionen und sie bestehen aus lokalen Experten und sie führen es geht also weg von der Notfallsplanung auf eine geordnete Planung. Wir haben erkannt, dass es also sehr wichtig ist für uns, dass wir auf der Gemeindeebene oder auf der Stadtebene arbeiten und wir müssen also hier Pläne erarbeiten und das ermöglicht es uns auch eine Koordination zwischen lokaler und regionaler Ebene herbeizuführen. Nun, der Zustrom der Bevölkerung ist natürlich auch eine riesige Herausforderung. Wir haben also verschiedene nationale Akteure gewählt und sie wollten also natürlich direkt so reagieren. Andere hatten Angst vor dieser Verantwortung und sie hatten gesagt, nun, die Flüchtlinge werden ja in einem Jahr oder in zwei Jahren wieder zurückweichen. Aber das war für uns eine riesige Herausforderung, denn wir hatten die Flüchtlinge überall in verschiedenen Lagern, in verschiedenen Städten und in städtischen Gebieten. Es ist natürlich viel schwieriger, in den städtischen Gebieten hier die Flüchtlinge unterzubringen. Es ist außerdem auch viel teurer, dass man die entsprechenden Dienstleistungen anbringt. Wir haben so einen Rahmen geschaffen. Wir hatten auch einen Sektor, wir haben verschiedene Arbeitsgruppen, aber die verschiedenen Gemeinden wurden nicht hinlänglich eingebunden. Und auf nationaler Ebene ist ein riesiges Problem dahingehend gegeben, dass wir nicht genügend Daten haben. Was sind die Möglichkeiten auf regionaler und lokaler Ebene? Natürlich ist die Politik hier sehr wichtig. Wir haben die lokalen Behörden, die sehr aktiv sein müssen. Wir müssen mit den verschiedenen Gemeinden zusammenarbeiten. Das ist eine riesige Herausforderung für uns. Und diese Verwaltungsstrukturen reagieren nicht auf die Bedürfnisse der Flüchtlinge. Wie können wir das jetzt koordinieren zwischen den verschiedenen Ebenen? Noch etwas, wir haben nicht genug Planung für die technischen und finanziellen Ressourcen. Und dann die Koordination zwischen den lokalen Behörden und den internationalen Behörden. Das heißt, einige arbeiten mit den Ministerien, einige andere mit den Gemeinden, andere mit den Gewerkschaften und so weiter. Wie wollen wir aber die Koordination sicherstellen? Das ist eine Herausforderung. Und dann, wie gehen wir weiter? Die humanitäre Reaktion war also sehr gut. Man hat eben die gleiche Logik angewandt wie die Flüchtlingspolitik in den 50er Jahren. Das heißt, 60 Millionen Flüchtlinge auf der ganzen Welt, 70 davon sind in Krisensituationen. Es ist sehr, sehr schwierig, hier eine Intervention zu setzen. Einige Elemente, glauben wir, was sind die optimalen Wege, um sie zu integrieren und nicht nur kurzfristig zu planen? Wie können wir jetzt überlegen, wie die humanitäre Hilfe umgesetzt werden kann? Also Governance ist ein sehr wesentliches Wort und die Frage ist auch, was sind die physischen, was sind die Fallen? Wir brauchen auch Reaktion auf bestimmten Gebieten, in bestimmten Gebieten. Wir sollten nicht parallel in verschiedenen Sektoren tätig werden und wir müssen die Koordination zwischen den Hilfsorganisationen auf internationaler Ebene und den lokalen Hilfsorganisationen zu stärken und zu verbessern. Thank you, Marwa. Danke, Marwa. Es scheint also so zu sein, dass Sie hier Mercy Corps und Habitats gute Erfahrungen gemacht haben. Aber das zeigt uns ganz genau. Entschuldigen Sie, ich ändere. Ich werde jetzt Arabisch sprechen. Sie haben uns nur wieder reflektiert und wiedergespiegelt, dass wir viele dieser Herausforderungen natürlich kennen, nur sie erinnern uns
daran, und zwar zum einen zum Beispiel die Wichtigkeit der Integration, die Wichtigkeit des Zusammenwirkens zwischen Gastgesellschaft und Flüchtlingen und die Wichtigkeit der Koordination mit internationalen und lokalen Organisationen. Herr Mohammed, Ihre Erfahrung in Jordanien, gibt es ähnliche Antworten oder haben Sie andere Erfahrung in Jordanien gemacht, und zwar als Organisation in Jordanien, die in diesem Bereich arbeitet, im Namen Gottes des Barmherzigen, des Erbarmungsvollen? Eingangs darf ich mich bei den Organisatoren und Initiatoren dieser Konferenz sehr herzlich bedanken. Ich darf mich auch bei den Anwesenden bedanken, bei meinen Kollegen und Kolleginnen hier am runden Tisch. Die haschemitische Organisation für Wohltätigkeit hat sich 1990 gegründet und zur Aufgabe gemacht, Menschen, die Hilfe brauchen, jene Hilfe zu geben. Heutzutage arbeiten wir in ungefähr 37 Ländern in humanitärer Hilfe, anfänglich zum Beispiel in Darfur. Heute arbeiten wir auch in Somalia, in Afghanistan und in anderen Ländern. Syrische Flüchtlinge, sie alle sprechen heute von der syrischen Flüchtlingskrise, und zwar als Folge des arabischen Frühlings, des sogenannten arabischen Frühlings, und der in Syrien im März 2011 begann. Und als da die ersten Syrer an die Türen der Jordanier klopften und der Libanesen klopften und um Einlass baten, auch damals dachten die Syrer, dass die ganze Sache in 2-3 Monaten vorbei sein wird, wie es in Tunesien und auch in Ägypten war. Und dementsprechend gingen wir mit der Krise um. Anfänglich überließen wir es der Gemeinde von Al-Ramtha, die als erste Gemeinde an der Grenze eben syrische Flüchtlinge aufnahmen. Wir überließen es auch oft Jordaniern, ihre Wohnungen und Häuser den syrischen Flüchtlingen zu öffnen. Die Organisation selbst, unsere Organisation, begann den ersten Schritt, und ich spreche wirklich hier von ersten Schritten, in der Gegend von Al-Ramtha. Am 15.07.2011 begannen mit dem Bau des Flüchtlingslagers von Al-Ramtha. Der Aufbau dauerte ungefähr 3 Monate, und Herr George Anton hier stand mir damals zur Seite. Wir besuchten den Aufbau des Flüchtlingslagers. Wir versuchten uns zu koordinieren, was wir noch brauchen. Der Punkt, auf den ich mich jedoch konzentrieren möchte, abgesehen von Hilfestellung, ist die Würde des syrischen Flüchtlings. Wir in Jordanien versuchten von Anfang an, diese Würde des syrischen Flüchtlinges zu wahren. Das heißt, Syrer sind unsere Schwestern, sie sind unsere Brüder. Wir sind oft verschwägert, verwandt mit Menschen aus Syrien. Und die Sache ist jedoch, dass das Problem weit größer war als eine kleine Gemeinde in Jordanien oder auch zum Beispiel im Libanon stemmen kann. Auch die Türkei ist heute überfordert. Zum Beispiel anfänglich war es ja so, dass türkische Behörden und türkische Organisationen, die den Flüchtlingen halfen, dann kam das Rote Kreuz, die Gemeinden, die Bürger, auch die Behörden in Jordanien sind es gewohnt, seit 17 Jahren Flüchtlingen aufzunehmen. Doch heutzutage sehen wir uns tatsächlich mit großen Herausforderungen konfrontiert. Und ich glaube, es sind jene Herausforderungen, die unter denen auch der Libanon leidet. Eine große Herausforderung ist, wie bereits erwähnt wurde, das Erziehungswesen. Wir haben derzeit ungefähr 47.000 syrische Schüler und Studenten, die in das Erziehungswesen drängen. Wir haben ungefähr 300.000 Kinder, die in Schulen in Jordanien drängen.
Und in 5, 6 Jahren fürchten wir ganz einfach, dass wir es mit einer verlorenen Generation zu tun haben. Es sind jene Kinder und Jugendliche, die bereits in Syrien nicht in die Schule gingen, die nun in Flüchtlingsunterkünften leben und auch dort nicht zur Schule gehen können. Und hier bitte ich jetzt nicht um finanzielle Hilfe, ich bitte nicht um materielle Hilfe, ich bitte gar nicht um Hilfe. Ich bitte nur hinzuschauen, ich bitte euch nur darum, lassen Sie uns gemeinsam hinsehen, wo der Ursprung der Krise liegt. Jene syrischen Flüchtlinge, sie suchen auch Hoffnung. Das heißt, wenn die nun bis Europa kommen, wenn sie hier an die Tür klopfen, an die europäischen Türen klopfen, dann bringen sie auch die Hoffnung mit, dass man diese Türe öffnet und ihnen eventuell helfen kann. Ich habe mit sehr vielen syrischen Flüchtlingen gesprochen und alle sagten, natürlich würden sie es vorziehen, in Syrien zu bleiben oder auch in Jordanien, im Libanon. Es sind Länder, die dieselbe Sprache haben, die dieselbe Kultur haben. Das heißt, jene syrischen Flüchtlinge sehen sich eher gezwungen, den Libanon und Jordanien zu verlassen. Unsere Hilfsleistung, wenn ich sie zwischen 2011 und 2015 vergleiche, so ist diese Hilfe, die wir vom Ausland erhielten, die von den internationalen Organisationen erhielten, die ist auf das Drittel geschrumpft, und zwar zwischen 2011 und 2015. Wie mein Kollege Hijorge hier zum Beispiel erzählt hat, ist es auch so, dass man manchmal mit Wissen einfach so umgeht, als würde man unter Unwissen leiden. Das heißt, gewisse Realitäten werden einfach verleugnet, gewisse Tatsachen werden auch verleugnet. Jene syrischen Flüchtlinge sind ja unsere Familie. Das heißt, wir übernehmen die Verantwortung für sie gerne. Wir würden sie auch gerne übernehmen, aber helft uns bitte dabei. Lasst uns nicht alleine. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Herr Mohammed. Ich glaube, was Erziehung und Ausbildung anbelangt, ist ein Thema, das wirklich alle Regionen angeht. Denn leider ist es so, dass die meisten Flüchtlinge in einem Alter sind, das noch schulpflichtig ist. Das heißt, wir hörten von Jordanien 300.000 Schüler. Und davon im Libanon zum Beispiel, auch von einer sehr großen Zahl, sind nur 1.000 in der Schule. Und bitte erlauben Sie mir hier zu erklären, wie sich diese reine Konzentration auf syrische Flüchtlinge auch auf andere Syrer, die in den diversen Ländern leben, die Flüchtlinge aufgenommen haben, wie sich das auf sie auswirkt. Das heißt, Syrer, die schon länger hier leben, auch jene sollen heute bei dieser Konferenz heute und morgen berücksichtigt werden. Herr Walid, Ihre Erfahrung in Jordanien, und haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht? Zum Beispiel wie Herr Mohammed, wie Ihre Kollegen hier aus dem Libanon, leiden Sie unter den ähnlichen Voraussetzungen bzw. ähnlichen Herausforderungen? Ich möchte dem Bruno Kreisky Forum herzlich danken für diese Konferenz, für die Organisation, für die Initiative. Es ist höchste Zeit. Wir leiden heute jetzt 5 Jahre unter dieser Krise. Bald wird es das 6. Jahr sein. Und ich glaube, dass wir eine Grenze erreicht haben, wie ich auch von meinen Kollegen in der Früh gehört habe, dass jene Gastgesellschaften heute nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen können. Weder aus sicherheitstechnischen Gründen noch aus humanitären Gründen. Das heißt, es ist heute nicht mehr so, dass man zum Business as usual übergeht. Es ist nicht mehr so, wie es einmal war. Es hat sich geändert, die Situation hat sich geändert. Das heißt, wir müssen mehr Lösungen finden. Wir müssen besser darüber nachdenken, uns mehr darauf konzentrieren und die Dinge auch ernster nehmen. Denn zum Beispiel der Rückgang an internationalen humanitären Hilfe ist eine Katastrophe. Auf der einen Seite geht internationale Hilfe zurück, auf der anderen Seite haben wir mit einer größeren Anzahl an syrischen Flüchtlingen zu tun. Das heißt, ich glaube, wir haben hier ein neues Phänomen
mit dem wir umgehen müssen. Besonders deswegen, dass wir, weil wir an dem Horizont noch kein Licht einer Initiative sehen, das uns möglicherweise etwas den Weg weist oder auch nur Hoffnung gibt. Ich glaube, dass wir die Sache auch etwas anders betrachten müssen. Ganz abgesehen vom Leid, wir hörten sehr viel vom Leid, wir wissen von dem Leid, vom Leid der Gastgesellschaft, wir wissen auch vom Leid der Flüchtlinge. Aber es ist auch wichtig, die andere Seite zu betrachten, nämlich die Flüchtlinge als Chance. Eine Chance und eine Herausforderung. Eine Herausforderung, wenn es uns jedoch gelingt, diese Herausforderung richtig anzunehmen, richtig mit ihr umzugehen, so wird diese Herausforderung wachsen. Sie wird für uns zu einer Chance. Sie wird auch für die Gastgesellschaften in Europa zu einer Chance. Und mit internationaler Hilfe, glaube ich, ist es möglich, dass jegliche Gastgesellschaften diese Herausforderungen bald als Chance begreifen. Die Konferenz von London zum Beispiel, am 4. des nächsten Monats eine Pledging Conference für Flüchtlinge. Jordanien wird sich mit einem Dokument an dieser Konferenz beteiligen, und während dieser Konferenz soll mit verschiedenen Playern gesprochen werden, mit der Weltbank, mit internationalen anderen Organisationen, ganz einfach, um neue Wege zu finden. Wir als Jordanien, wir versuchten zu helfen. Und es ist ja so, dass man den Cousin, den Bruder, die Familie zwei Tage, drei Tage, vielleicht einen Monat auch beherbergen kann. Aber bald ist es der Gast selbst, der danach verlangt, selbst initiativ werden zu können. Das heißt, man muss auch diese Möglichkeiten bieten und unterstützen. Jordanien übernimmt derzeit eine internationale Verantwortung. Und ich glaube nicht, dass es gerecht ist, Jordanien in dieser Situation alleine zu lassen. Es ist nicht gerecht, Jordanien alleine die internationale Verantwortung tragen zu lassen. Jordanien hat sehr viel investiert, hat Millionen Dollar Schulden gemacht. Und heute sind 90% des Budgets sind Schulden. Und dies ganz einfach deswegen, weil sich Jordanien bemühte, in die Infrastruktur zu investieren, weil es sich bemühte, Dienstleistungen zu bieten, um die Bedürfnisse der Flüchtlinge abzudecken. Es ist daher in Jordanien so, das heißt, dass nicht nur die Bedürfnisse der Flüchtlinge in Gefahr sind, sondern es ist auch die Infrastruktur in Gefahr. Es sind auch die Bedürfnisse der Gesellschaft selbst in Gefahr. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Kinder. Kinder sind Kinder, meine Damen und Herren, ganz gleich, ob diese Kinder aus Syrien, Jordanien, Österreich oder sonst woher kommen. Das heißt, wenn das syrische Kind heute an einem Tag in die Schule kommt und dort einen Schulranzen bekommt mit Heften, mit Stiften, mit Buntstiften, vielleicht mit einer Jause, so ist es ungerecht, dass das jordanische Kind, das daneben steht, nichts bekommt. Die Kinder verstehen das nicht. Das heißt, man muss versuchen, gleichwertige Chancen zu bieten. Das heißt, jene Dienstleistungen, die den Syrern geboten werden, dass jene zum Beispiel auch Jordaniern gebeten werden oder auch Libanesen geboten werden, um am Ende eine Win-Win-Situation zu erreichen, meine Damen und Herren, und auch die Gebergemeinschaft davon zu überzeugen, dass es hohe Zeit ist, dass es höchste Zeit ist, uns zu unterstützen. Internationale Entwicklungsorganisationen und internationale Entwicklungshilfe, betrug 135 Milliarden Dollar 2015. Das war jene Entwicklungshilfe, die von den Reichen an die Armen vergeben worden. In Jordanien beträgt die Entwicklungshilfe 62,1 Milliarden jährlich. Und wenn man nun 1% dieses Milliardenbetrages, nämlich 135 Milliarden, für Jordanien reservieren würde, wäre schon viel getan. Vielen herzlichen Dank, mein werter Kollege Walid Abderrahbouf. Erlauben Sie mir jetzt
eine Frage. Uns wurden sehr viele Fragen vorgelegt. Erlauben Sie mir jetzt, eine Frage gleich aufzugreifen, die schon mehrmals angesprochen wurde. Und zwar eine Frage, die ich an Herrn Udo Jans richte. Wie kann die internationale Staatengemeinschaft die Regionen, die Nachbarstaaten von Syrien helfen? Wie kann sie ihnen helfen? Bitte schön. Vielen Dank zunächst einmal an die Organisation und an dich selbst, um uns alle zusammenzubringen. Vielen Dank auch und vor allem an Mai, denn was Mai uns heute früh vorgetragen hat, ist leider kein Einzelfall, sondern spielt sich tagtäglich auf dem offenen Meer oder auf den Fluchtrouten auch nach Österreich ab. Das sollten wir nicht vergessen. Ein besonderes Danke möchte ich auch den Zivilgesellschaften, die wirklich der First Responder in dieser ganzen Flüchtlingsdramatik sind, aber auch den Bürgermeistern, die, wie wir gehört haben, wirklich Enormes leisten und oft über das zu Erwartende hinausgehen, auch mit persönlichem Einsatz. Also dafür auch ein Danke. Die größte Überraschung für mich ist, dass der Flüchtlingsstrom mit dem Einsetzen des Winters dieses Jahr nicht unterbrochen wurde, sondern dass die Zahlen weiterhin, wenn nicht auf dem hohen Niveau wie im Oktober oder September letzten Jahres, dann doch sehr substanziell weiterliefen. Für mich heißt das eindeutig, dass sich die Lage vor Ort, die Flüchtlingsursachen nicht geändert haben. Das ist wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren, denn wenn ich mir den letzten Bericht der Commission of Inquiry anschaue, das liest sich wirklich wie ein Horrorroman von Fassbomben, die abgeworfen werden mit einer unglaublichen Konsequenz für die Einwohner des Quartiers, wo die Bomben fallen, aber auch für die interne Flucht, die mittlerweile fast 50% der Bevölkerung Syriens betrifft, die natürlich keine andere Chance sehen, sich selbst und ihre Familien den Schutz zu geben als Flucht, wenn es nicht anders möglich ist. Das ist nie eine einfache Entscheidung. Viele, viele werden sich das 10, 20 Mal überlegen, bevor sie den Schritt machen, denn sie wissen genau, es wird sehr viel schwieriger werden, wieder zurückzukommen in ihre Heimat, wenn es dann erlaubt sein sollte oder ermöglicht sein sollte. Das Bild, was wir im Hintergrund sehen, ist vielleicht das Symbol geworden für diesen Exodus aus Syrien mit den Rettungswesten. Was die wenigsten von uns wissen, was ich selbst von Zivilgesellschaften gelernt habe, ist, dass skrupellose Schlepper inzwischen Westen verkaufen, die nicht mit lebensrettendem Material gefüllt sind, sondern mit Schwämmen, die das Wasser ansaugen und dazu eigentlich noch zu einem schnelleren Tod führen können, sobald ein Boot kentert. Das ist die Realität, meine Damen und Herren, die wir uns immer wieder vor Augen halten sollten. Und ich muss sagen, die Antwort, die ich sehe von Politikern, von führenden Persönlichkeiten, die sich zum Thema äußern, scheint mir ein Rennen zum kleinsten gemeinsamen Nenner zu sein, der nicht die Antworten aufbringt, die wir heute für diese Krise brauchen. Der neue Flüchtlingshochkommissar, der erst Anfang des Jahres sein Amt aufgenommen hat, Filippo Grandi, der auch die Palästinenser-Situation sehr gut kennt, denn das war seine frühere Aufgabe, hat als erstes, auch um ein Zeichen zu setzen, die Nachbarländer Syriens besucht, war in den letzten Tagen schon in Jordanien als auch im Libanon und hat auch dort vor Ort seine Solidarität mit dem offenen Herzen, was in beiden Ländern von der Bevölkerung gezeigt wurde, aber auch natürlich von den Regierungsbehörden. Und das war ihm ein äußerst wichtiges Anliegen. Leider sind die Zuwendungen vom UNHCR, die natürlich dann sofort umgesetzt werden in kürzester Zeit, um ein würdiges Leben zu ermöglichen, soweit das möglich ist, in den Umständen entsprechend, werden dem nicht entsprechen. Wenn ich mir die Zahlen von 2015 anschaue, dann sind sowohl im Libanon als auch in Jordanien die Zuwendungen immer noch um 45%
kurz. Das heißt, es müssen Programme gestrichen werden. Es sind keine lebensrettenden Programme, denn das bleibt natürlich die absolute Priorität. Aber wir sollten uns immer vor Augen halten, was wir gerade gehört haben, auch die Erziehung einer ganzen Generation von verlorenen, einer Lost Generation von Kindern, die natürlich sehr, sehr schwer aufzuholen wird. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass das letztlich vielleicht die Ursache für anderweitige Beschäftigung darstellt. Ich kann nur sagen, eine Nachricht der inhumanen Abschreckung kann nicht die Antwort Europas sein, kann nicht die Antwort Österreichs sein. Ich glaube, Österreich, vor allem die Zivilgesellschaft, auch hier hat gezeigt, was man leisten kann, wenn man die Sache wirklich mit vollem Herzen angeht. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft gebraucht werden, denn es sieht nicht so aus, als wenn wir eine große Veränderung im Laufe dieses Kalenderjahres erwarten dürften. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Wir haben gerade den ersten Hinweis, dass wir nur noch 20 Minuten insgesamt haben. Deshalb, Herr Christian Berger, eine der Fragen beschäftigt sich. Eine der Fragen geht mit der Thematik um, wie kann Europa den Nachbarstaaten helfen? Ich weiß auch, dass Sie einer jener Teilnehmer sind, die an der Konferenz im Februar teilnehmen. Vielleicht könnten Sie uns Ihre Erfahrungen mitteilen. Dankeschön. Thank you very much and thank you for the invitation to this. Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, die beste Hilfe, die Europa anbieten kann, heißt, dass man den Konflikt an sich angeht und eine Lösung findet. Das ist das, was von allen möglichen gehört haben. Wir müssen den Konflikt enden und wir müssen auch unbedingt dieses Blutbad beenden, das in Syrien stattfindet. Aber wir müssen noch etwas anderes berücksichtigen. Wir haben von Jordanien und vom Libanon gehört, dass wir helfen sollen. Und wir verstehen natürlich, dass diese Länder unglaubliche Lasten zu tragen haben aufgrund des Zustroms der Flüchtlinge. Und wir wissen, dass unbedingt hier Hilfe und die Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft angeboten werden muss. Und ich war in Brüssel im letzten Premierminister Salam ist auch in Brüssel und das gleiche Bitte wird vorgetragen. Das heißt, wir wollen das Hand in Hand mit der Konferenz in London, das Vereinigte Königreich, Deutschland und Kuwait haben ja hier diese Konferenz veranstaltet und es sollte halt ganz besondere Hilfe an Jordanien und an den Libanon gehen. Wenn Sie diese Länder ansehen, dann sehen Sie, dass sie mehr als 1 Million Flüchtlinge haben im Vergleich zu Österreich. Dann hat man so eine, ebenfalls, wenn man 1 Million hätte, dann würden Sie sich vorstellen können, was da ist. Sie haben ca. 70% davon sind Kinder und Frauen. Sie haben eine sehr fragile Situation im Libanon. Was können wir also machen? Was kann die internationale Gemeinschaft tun? Und das ist das Thema dieser Konferenz, die dann in London abgehalten werden wird. Zunächst überlegen wir genau, was in Jordanien geschieht. Die Politik wird anders ausgerichtet und man sagt ja, dass die Flüchtlinge auch eine Chance darstellen. Das heißt, man sagt nicht mehr, dass die Flüchtlinge eine Belastung sind, sondern es ist auch Entwicklungsmöglichkeit für das Land. Und das ist also hier ein ganzheitlicher Ansatz, den wir jetzt ausarbeiten, den wir weiterentwickeln. Wir haben jetzt eine Win-Win-Situation für die Gastländer, für die Flüchtlinge selbst, für die Länder und auch für die internationale Gemeinschaft. Was machen wir jetzt konkret? Zunächst haben wir natürlich beiden Ländern oder allen Ländern helfen, dass die Flüchtlinge ein würdiges Leben führen können. Das heißt, wir müssen eine Not- und humanitäre Hilfe sicherstellen. Das heißt, bis jetzt wurden schon 5 Milliarden Fonds in Reaktion auf die syrische Krise investiert. Das ist die größte humanitäre Operation, die die EU je durchgeführt hat. Und zweitens müssen wir weggehen von in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung. Wir müssen also hier schauen, dass die Gastländer wirklich auch entsprechend Widerstandsfähigkeit haben, um das alles zu bewältigen. Einige Ziffern, 60% der
Flüchtlinge haben keine wirkliche Ausbildung. 15% haben Sekundärausbildung. Das heißt, 50% der Haushalte haben entweder ältere Leute an ihrer Spitze oder Frauen. Das ist eine sehr wichtige Ziffer, wenn man von einem nachhaltigen Entwicklungsprogramm sprechen will. Das bedeutet aber auch, dass die Bildung sehr, sehr wichtig ist. Bildung bedeutet, dass es keine verlorene Generation geben wird. Es wird nicht das langfristige Risiko gibt für die verschiedenen Länder und auch für die Europäische Union. Wir haben ja UNICEF auch eingesetzt. Und da sehen Sie, da gibt es junge Kinder in der Schule. Die Kinder sind zwischen 6 und 10. Es sind nicht alle Kinder in der Schule, aber die Frage, wo sind die anderen Kinder? Ich möchte das gar nicht noch weiter erläutern, aber ich glaube, das ist eine Frage, die wir wirklich angehen müssen. Das ist ein langfristiges Problem. Dann Unterstützung durch den öffentlichen Sektor für die Gastländer. Und hier müssen natürlich die Flüchtlinge genauso behandelt werden wie Einheimische. Und es geht also um Gesundheitsdienste. Auch wir brauchen neue Kliniken, Wasser, mehr Wasser, dann Abwasser, Beseitigung und so weiter. Und dann auch die Versorgung mit Energie. Alles das sind natürlich Fragen, die wir hoffentlich beantworten können bei der Konferenz in London und auch mit Hilfe der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Wir werden also versuchen, auch den Ländern direkt zu helfen. Wir sprechen derzeit mit Jordan und versuchen, Lösungen zu finden. Wir versuchen also hier eine bessere Zusammenarbeit herzustellen. Das heißt, wenn die Flüchtlinge Arbeit Europäische Union exportiert werden und so weiter. Das heißt, all das bedeutet, dass die Europäische Union hoffentlich auch eine Führungsrolle spielen wird und auch mit dem Libanon und mit Jordanien sich einigen wird, was zu geschehen hat. Was wir brauchen natürlich sind Arbeitsplätze und dann sicherstellen, dass die Flüchtlinge Zugang zum Arbeitsmarkt haben, eine Unterstützung des Bildungssystems, aber auch Schutz der Flüchtlinge, das ist auch sehr wichtig. Wir haben das gesehen im Irak im Jahr 2006 und 2007, dass viele Eltern nicht wirklich die Kinder eintragen lassen wollten. Sie hatten nämlich Angst, dass sie dann vielleicht ausgewiesen würden. Und die Situation hat sich also etwas geändert, aber der Schutz der Flüchtlinge ist ganz besonders wichtig. Und ich komme schon zum Ende. Ich komme zurück auf, was ich gesagt habe. Das sind hoffentlich nur vorübergehende Maßnahmen, denn wir brauchen ja auf alle Fälle ein Ende des Konflikts. Vielen herzlichen Dank, Herr Christian Berger. Und erlauben Sie mir jetzt, das Wort an Frau Hengel zu übergeben. Wir hörten jetzt bereits mehrmals von mehreren Kollegen und Kolleginnen hier, dass es notwendig ist, etwas den Blickwinkel zu verändern. Das heißt, wir gehen weg von nur humanitärer Hilfe und bewegen uns Richtung Entwicklungshilfe. Das heißt, was könnte Österreich in diesem Bereich leisten? Und zwar weniger humanitäre Hilfe als Entwicklungshilfe. Bitte schön. Thank you very much, Viola. Just because of time constraints, I will really like. Da wir wenig Zeit haben, möchte ich ganz kurz sein. Ich möchte also nicht etwas wiederholen, was schon gesagt wurde hinsichtlich der EU. Also Österreich hat natürlich sehr viel humanitäre Hilfe geleistet, aber wir glauben, dass die Krise nur dann zu lösen sein wird und dass Österreich nur dann einen Beitrag leisten kann, wenn wir die größeren EU-Programme auch angehen und mitarbeiten. Das heißt, wir brauchen Unterstützung. Wir müssen auch unterstützen. Und das Mandatfonds, das ist eine große Möglichkeit und viele Sprecher haben das ja schon gesagt. Wir versuchen jetzt als Ziel die Infrastruktur sehen, das Gesundheitssystem, das Bildungssystem von Libanon, von Jordanien und so weiter zu verbessern, wo also eine massive Aufstockung notwendig ist. Schulen müssen gebaut werden, die Infrastruktur muss verbessert werden und zwar, das ist sehr dringend. Und zuletzt möchte ich noch etwas sagen, was mir sehr gut gefallen hat, diese Widerstandsfähigkeit und die Flüchtlinge als eine Möglichkeit, als eine Chance hinter jedem Flüchtling steht, also sehr viele Fähigkeiten, sehr viele Möglichkeiten und wir brauchen gar nicht zu denken an die Vergangenheit. Es gab ja in der Vergangenheit in Europa immer so, dass viele Flüchtlinge auch sehr viele Beiträge gelegt haben, aber jeder Mensch hat natürlich eine Geschichte, hat Fähigkeiten, hat Qualifikationen und wir brauchen natürlich entsprechende Programme. Wir müssen wirklich diese Qualifikationen aufbauen, wir müssen mit den Kindern beginnen, wir müssen ihnen auch Fähigkeiten beibringen, die ihnen die Möglichkeit geben, konstruktive Beiträge zur Gastlandgemeinschaft zu leisten. Das ist schon alles. Danke.
Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank auch für diese wirklich nur kurze Wortmeldung. Nun, die letzte Stimme, die wir jetzt hören werden, gehört Margareta Mahler von Ärzte ohne Grenzen in Österreich. Auch die Organisation Ärzte ohne Grenzen hilft nicht nur in Österreich und auf der Fluchtroute, sondern hilft auch in den Nachbarstaaten, nämlich in Jordanien und Lebanon. Teilen Sie bitte ein paar Ihrer Erfahrungen mit uns. Danke für die Einladung, dass ich hier sprechen kann. Vom Beruf bin ich Psychotherapeutin und es war für mich sehr, sehr interessant, hier jetzt gerade die lange Zeit zuzuhören. Danke auch, dass ich das letzte Wort habe in diesem Plenum. Ja, Ärzte ohne Grenzen, würde ich sagen, ist vorrangig in diesen Gegenden, also Jordanien, Libanon, Irak, darf man auf keinen Fall vergessen. Wir sind auch in Syrien präsent, und zwar unterstützen wir dort medizinische Einrichtungen, leider noch viel zu wenig möglich, aber für uns besonders erschütternd ist, dass wir die Menschen, die wir vor Ort in den Ländern sehen, medizinisch und humanitär betreuen, dann auf ihrer langen Route, auf ihrer Fluchtroute teilweise wiedersehen und erschütternde Geschichten hören. Und ich bin immer wieder sowas von grantig, kann ich nur sagen, wenn es uns als Einrichtung gelungen ist oder gerade im Mental Health Bereich, eine gewisse Stabilität ihrer traumatischen Erfahrungen, dass es uns gelingt. Und dann müssen sie durch diese Flucht, durch diese unmenschlichen Bedingungen wieder an Respekt und an Würde so defizitär, dass ich nur sagen kann, also ich hoffe, dass dieser Teil den Europäern in Zukunft besser gelingt. Wir haben von Ärzte ohne Grenzen in dieser Woche einen Bericht veröffentlicht, ich kann ihn kurz zeigen, und zwar basierend auf unseren Erfahrungen, sowohl medizinischen als auch aufgrund von Geschichten von den Menschen auf der Flucht vor Ort, wie groß und wie negativ der derzeitige Umgang mit ihnen ist auf ihre Gesundheit und auf ihr Wohlbefinden, sodass sie hier bei uns in Österreich ankommen und noch mehr Leiden erfahren mussten, als sie bereits in ihren Heimatländern schon aushalten mussten. Ich kann diesen gerne zeigen, den Bericht. Es wird darin einfach dargestellt, was gefordert werden muss. Und zwar, es ist unbedingt notwendig, dass eine sichere Route für die Flucht sichergestellt wird, dass an den Grenzen Asylanträge gestellt werden können, dass die medizinische Versorgung sichergestellt ist und dass vor allem die Menschen mit Respekt und mit Würde behandelt werden. Danke. Vielen herzlichen Dank. Und zwar ein Dank ergeht an alle Stimmen, die wir heute gehört haben in diesem kurzen Panel. Ich möchte mich auch bedanken, bei allen Teilnehmern bedanken, dass sie sich an die Zeitvorgaben gehalten haben. Wenn Sie mir nun erlauben, als Moderatorin, dass ich ein paar Punkte aufgreife, von denen ich denke, dass sie mehr Nachdenken in diesen kommenden zwei Tagen verdienen. Ich glaube, dass die meisten von uns letztlich darüber sprachen, das heißt, wenn wir heute über Syrien und syrische Flüchtlinge sprechen, dass von allen gesagt wurde, dass es keine endgültige Lösung gibt ohne eine politische Lösung, denn es gibt nur eine politische Lösung und die Grundlage einer politischen Lösung kann dazu führen, dass die humanitäre Krise auch behoben wird. Das ist natürlich nicht nur in Syrien so, sondern betrifft zum Beispiel auch Gemeinden in der Gegend, verschiedene Gemeinden in den Nachbarstaaten. Es ist notwendig, eine Vision des Friedens für den Nahen Osten zu haben.
Das heißt, eine Vision, die den Menschen im Nahen Osten vermittelt, dass es Hoffnung auf Frieden gibt, Hoffnung auf Leben in Würde. Der zweite Punkt, den ich aufgreifen möchte, ist, dass es eine Notwendigkeit besteht, neu hinzusehen, und zwar was Flüchtlinge anbelangt, was Vertriebene anbelangt, was Asylwerber anbelangt. Und zwar, dass man davon weggeht zu sagen, das sind Menschen, die für uns eine Herausforderung darstellen, sondern sagt, die sind eine Chance für uns, die bereichern uns. Der dritte Punkt, den ich gerne aufgreifen würde, ist die Wichtigkeit, die Kommunikation zu aktivieren, und zwar die Kommunikation und der Zusammenhalt, das Zusammenwirkung zwischen der Gastgesellschaft und den Gästen und den Flüchtlingen, um diese jegliche Hilfestellung zu festigen, zu vertiefen. Und der letzte Punkt, den ich aus diesem Panel jetzt mitnehme, ist, dass trotzdem ihr alle Bürgermeister bzw. Vertreter von Organisationen, dass trotzdem alle davon sprachen, welche Last auf ihren Schultern lastet, sagten sie alle, beziehungsweise haben noch die Stärke und den Willen, diesen Weg weiterzugehen. Sie wollen nach wie vor ihre Dienstleistungen verbessern und den Menschen helfen. Wie Sie gesehen haben, gibt es sehr viele Menschen, die über Slido jetzt Fragen gestellt haben. Vielleicht könnte man uns die Fragen vorlegen, beziehungsweise auf den Schirm werfen. Danke. Viele dieser Fragen, die gestellt wurden, drehen sich oder sind Fragen, die in den verschiedenen Workshops beziehungsweise Weltcafés besprochen werden in diesen zwei Tagen. Nichtsdestotrotz würde ich gerne drei dieser Fragen herausgreifen. Zum Beispiel die erste Frage, wie kann man die Zusammenarbeit zwischen reaktivieren oder aktivieren, um diese auch effizient gestalten, und zwar zwischen den Gemeinden und den jeweiligen NGOs oder internationalen Organisationen. Ich bitte jene, die diese Frage gestellt haben, am Workshop zu dieser Thematik teilzunehmen. Es gibt noch eine zweite Frage, die sich auch um Arbeit dreht. Auch da bitte ich den Besitzer der Frage, an diesem Workshop teilzunehmen. Ich möchte mich nochmals bedanken, möchte mich bei den Bürgermeistern von Ostjordanien und Lebanon bedanken. Wir sind stolz, dass Sie hier sind. Wir sind froh, dass Sie hier sind und bedanken uns, dass Sie diesen Weg mit uns weitergehen und vorerst jetzt an dem zweiten Panel des heutigen Tages teilnehmen. Vielen herzlichen Dank. Es gibt jetzt eine Kaffeepause. Dankeschön.